Unsere Philosophie als Tourismusmarketinggesellschaft Sachsen war und ist es, während der gesamten Zeit der Pandemie kontinuierlich und konsequent in den Köpfen und Herzen unserer potenziellen Gäste verankert zu bleiben. Und so haben wir bereits im April letzten Jahres mit Träum dich nach Sachsen eine erste große Kampagne gestartet, weil Träumen vom Urlaub war ja immer erlaubt, und haben im Sommer mit Unterstützung durch den Freistaat Sachsen eine riesengroße bundesweite Kampagne Erlebe dein Sachsen durchgeführt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Kampagne auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass sich die Tourismusbranche wieder erholen konnte über den Sommer, dass Sachsen wirklich großen Zuspruch hatte bei Gästen national und international. Nichtsdestotrotz ist die Lage für die Branche aktuell und mit dem zweiten Lockdown wirklich absolut katastrophal. Die gute Nachricht ist aber, die Urlaubslust bei unseren Gästen, bei den deutschen Gästen und bei den internationalen Gästen ist absolut ungebrochen. Und deswegen werden wir gemeinsam mit unseren Tourismusdestinationen auch in diesem Jahr mit ganzer Kraft wieder für Sachsen werben. Das haben wir auch schon gemacht im Rahmen der großen internationalen Tourismusbörse in Berlin, wo wir als offizielle Kulturdestination einen riesengroßen ersten Werbeaufschlag hatten und alle Register gezogen haben, um für Sachsen zu werben. Und unser Ziel muss es sein, jetzt Urlaubsträume zu wecken, jetzt die Gäste für Sachsen zu begeistern, dass sie möglichst schnell wieder hierher zu uns kommen, um damit die wirtschaftliche Situation unserer Branche auch wieder zu stärken.